Ja, morgen, liebe Freunde. Hier bei mir in meinem Güstrower Bürgerbüro ist es angenehm kühl, während es draußen etwas wärmer, etwas heißer ist. Die Sonne scheint, es ist ein herrlicher Sommertag. Man sollte eigentlich am Strand an der Ostsee liegen. Aber ich wollte auf jeden Fall vor dem Wochenende noch einmal hier ein paar Dinge sagen per Video, denn auf Facebook geht es im Moment nicht mehr. Ich bin aus welchen Gründen auch immer wieder einmal gesperrt und blockiert worden auf Facebook. Warum, wie gesagt, weiß ich nicht so genau. Ich vermute mal, es hängt erneut mit meinen kritischen Äußerungen zum Umgang des deutschen Staates mit der identitären Bewegung zusammen. Und es zeigt, wie empfindlich, wie ängstlich das System auf selbst sachliche und vernünftig vorgetragene Kritik reagiert. Nicht nur das System, sondern auch seine Handlanger, wie zum Beispiel Facebook. Und das erinnert mich ein bisschen an meine Besuche in Breslau, und wenn man dort einmal durch die Altstadt geht, dann sieht man überall auf den Plätzen, Straßen und in den Ecken kleine Bronzezwerge in verschiedenen Lebenssituationen herumstehen. Ich glaube, es sind roundabout 350, 360 solche Skulpturen, die dort in Breslau zu finden sind. Und diese Zwerge erinnern an die Zeit der kommunistischen Gewaltherrschaft in Polen und gedenken gewissermaßen an eine Gruppe junger Dissidenten, die nach Wegen gesucht haben, die kommunistische Regierung in Warschau auf humorvolle Art und Weise zu kritisieren, auch ein bisschen zu verspotten und zu verhöhnen. Und man ist damals auf die Idee gekommen, überall in Breslau an die Hauswände, an Mauern und Zäune solche kleinen Zwerge zu malen. Und die Geheimpolizei ist natürlich recht schnell auf den Trichter gekommen, was diese Bildchen bezwecken sollten, und hat es trotz eines großen Aufwandes nie geschafft, diese Dissidentengruppe, die auch aus dem studentischen Milieu kam, auszuheben und letztlich unschädlich zu machen, wenn man so will. Ja, und vielleicht ist auch in Deutschland die Zeit nicht mehr fern, da wir politisch Andersdenkende, wir Regierungskritiker, Dissidenten, wenn man so will, Bürgerrechtler, gar keine andere Möglichkeit mehr haben werden, an Hauswände und auf Zäune und Mauern beispielsweise kleine Zwerge zu malen, um auf diese Art und Weise das System lächerlich zu machen. Tja, wir wollen hoffen, dass das noch eine Weile dauert und uns die derzeit verfügbaren Kanäle noch ein bisschen erhalten bleiben, aber man weiß ja nie. Und dass hier in Deutschland herrschende System inzwischen schon derart paranoid ist und Angst um die Macht hat, zeigt ja auch eine ganz andere Geschichte. In diesen Tagen haben wir lesen können, dass das Bundeskriminalamt höchstoffiziell festgestellt hat, dass es diese berühmt-berüchtigten Todeslisten, die man gefunden zu haben glaubte und auf denen 20.000 und mehr Namen irgendwelcher Leute angeblich stehen, die von einem rechtsextremen Untergrundnetzwerk an einem Tag X liquidiert werden sollen. Also, dass es diese Todeslisten überhaupt nicht gegeben hat, überhaupt nicht gibt, dass es eigentlich auch dieses Terrornetzwerk, das da konstruiert worden ist, überhaupt nicht gibt. Und
Ich will nur mal kurz zitieren, was das Bundeskriminalamt in seiner Stellungnahme da gesagt hat, nämlich der derzeit in der medialen und öffentlichen Diskussion verbreitete Begriff der Feindes- oder gar Todesliste ist daher konsequent zurückzuweisen. Also diese ganze Drohkulisse, die da von den Kämpfern gegen rechts aufgebaut worden ist, und ich selbst bin ja auch in die Situation gekommen, eine Hausdurchsuchung im letzten Jahr über mich ergehen lassen zu müssen als Zeuge in diesen ganzen merkwürdigen Ermittlungsverfahren. Also diese ganze Drohkulisse, die da aufgebaut worden ist, bricht in sich zusammen, hat keine Substanz, ist einfach nur eine Verschwörungstheorie, basierend auf Fake News, frei erfundenen Fake News, zu dem einzigen Zweck, patriotische, regierungskritische Kräfte weiter und noch mehr schikanieren und unterdrücken zu können. Gerade jetzt auch vor den wegweisenden Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen haben die Vertreter des alten Regimes natürlich eine besondere Angst und versuchen mit allen Mitteln, die Opposition klein zu halten, mit Repressalien zu überziehen, um so ihre Macht erhalten und noch ein paar Jahre sich an sie klammern zu können. Der Wahnsinn ist allerdings nicht nur in Deutschland zu Hause, sondern auch im Mutterland der Demokratie, im angeblichen Mutterland der Demokratie, nämlich in den Vereinigten Staaten. Gerade vorgestern habe ich im National Review einer konservativen Zeitschrift gelesen, dass die Universität von Colorado in ihren Verhaltensregeln, die es dort so gibt, für die Studenten, für die Dozenten und alle anderen Mitarbeiter, also dass diese Verhaltensregeln, dieses Regelwerk erweitert wurde. Es darf jetzt nicht mehr von Amerikanern und Amerikanerinnen oder auch nur überhaupt von Amerika gesprochen werden, weil das ist nicht inklusiv und schließt alle die aus, die aus anderen Ländern kommen. Das klingt ziemlich abstrus, ist es auch, zeigt aber, dass der Irrsinn der Political Correctness immer weiter voranschreitet und selbst in den USA, die ja berühmt sind für ihren gesunden, fröhlichen Patriotismus, dass selbst in den USA Kräfte anfangen, die Oberhand zu gewinnen, die Hasspredigen auf das eigene, auf die eigenen Errungenschaften, auf die eigene Kultur, die eigene Geschichte, die also jenen zuarbeiten, die von einer globalisierten Einheitswelt träumen, in der es keine einzelnen Völker, keine einzelnen Kulturen mehr gibt, sondern einen Einheitsmenschen, der überall gleich ist und der sich in Russland nicht unterscheidet von den Menschen, die in Brasilien leben oder in den USA oder in Italien oder in Südafrika oder sonst wo. Der Traum vom neuen Menschen, der von allen totalitären Herrschern geträumt wurde, ist also noch nicht ausgeträumt. Ein Grund mehr für uns, weiterhin mutig gegen diese Entwicklung anzukämpfen. Tja, und schlussendlich noch meine Bitte, lasst euch nicht verrückt, lasst euch nicht kirre machen von den falschen Weltuntergangspropheten, die die Klimaapokalypse prophezeien, vorhersagen und die uns jetzt wieder erzählen, dass ein paar heiße Tage dass ein Zeichen sind für den drohenden Weltuntergang, nur weil wir jetzt mal 30 Grad und ein bisschen mehr oder weniger hier in Deutschland haben. Deswegen wird uns nun erzählt, steht
der Weltuntergang unmittelbar bevor und dann werden wir wieder mit neuen Forderungen konfrontiert. Wir sollen kein Fleisch mehr essen, keine Haustiere mehr halten. Wir sollen, wie Robert Habeck jetzt gesagt hat, unsere Kleidung untereinander austauschen und auftragen, weil das gut für das Klima sei. Wir sollen nicht mehr auf Reisen gehen, weil das klimaschädlich wäre. Wir sollen dies nicht mehr machen und das nicht mehr machen. Aber natürlich höhere Steuern zahlen, die CO2-Steuer, nichts anderes als eine Atmungssteuer. Das muss man sich mal vorstellen, nicht? Und damit versucht man jetzt dieses an sich doch schöne Wetter zu instrumentalisieren für ganz andere Zwecke, deren Ziel es am Ende ist, uns in unserer Freiheit zu beschneiden, uns weiter zu kujonieren und zu mündeln des Staates zu machen. Stattdessen sollten wir einen kühlen Kopf bewahren, sollten uns freuen, dass das Wetter so ist, wie es ist, sollten uns irgendwo nach Feierabend einen Ort suchen, wo wir ein bisschen baden können, einen Badesee, die Ostsee, die ja hier nicht fern ist, und sollten uns freuen, dass der Sommer wirklich ein Sommer ist. Wäre das Wetter anders, dann würden uns diese Leute auch wieder erzählen, dass das Menetekel des Weltuntergangs sein. Also das Wetter kann sein, wie es will. Es ist für diese Klimaapokalyptiker immer und in jeder Form ein Zeichen einer finsteren Zukunft. Und da sollten wir aufpassen, dass wir dem nicht auf dem Leim gehen. Es hat in der Geschichte immer schon Hitzewellen gegeben, besonders heiße Tage im Sommer. Es gibt im Volksmund ist die Rede von Hundstagen. Das sind eben Tage im Sommer, die besonders heiß und trocken sind. Also das ist alles nichts Neues. Vielleicht kennt ihr das Märchen Die Regentrude des großen norddeutschen Schriftstellers und Dichters Theodor Storm. Dieses Märchen hat er ungefähr in der Mitte des 19. Jahrhunderts geschrieben und hat darin eine Dürre, eine Hitzeperiode in einem norddeutschen Dorf thematisiert und wahrscheinlich auch eine Wettersituation in diesem Märchen künstlerisch verarbeitet, die man auch damals schon kannte. In dem Märchen verläuft das Ganze dann so, ein böser Feuerteufel ist da unterwegs und versenkt die Äcker und die Felder und macht den Bauern das Leben schwer. Und dann geht ein junges Bauernmädchen dann tapfer los und sucht in einer fernen Welt die Regentrude, eine gute Fee, die für ausreichend Niederschlag verantwortlich ist in diesem Märchen. Die ist aber eingeschlafen, deswegen regnet es nicht mehr und dieser kleine Feuergeist hat indes die Oberhand. Natürlich wird am Ende alles gut. Das Bauernmädchen weckt die Regentrude auf, es regnet wieder, alle sind wieder glücklich und zufrieden. Aber warum hat Theodor Storm dieses Märchen geschrieben? Er hat höchstwahrscheinlich auch entsprechende Extremwettersituationen, die es zu seiner Zeit auch schon gab, ohne CO2-Theater und ähnliches, künstlerisch, schriftstellerisch verarbeitet und uns an dieser Stelle ein wirklich tolles Stück Literatur hinterlassen. Also, wir sehen, es gibt keinen Grund, sich hier irgendwie verrückt machen zu lassen. Behalten wir einen kühlen Kopf, kühl das, was es jetzt draußen gerade nicht ist, aber sicher zu gegebener Zeit auch wieder wird, und bleiben aufrecht.